Die Brücke ist nicht mehr zu gebrauchen. Über Holzplanken tasten sich die Menschen, die aus Irpin fliehen, vorwärts. Die Stadt liegt rund 25 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Und sie liegt unter Dauerbeschuss der russischen Armee. Die, die nun hier in Busse steigen, wollen nur noch weg. Russlands Präsident Putin hat humanitäre Korridore versprochen, also Bereiche und Zeiten, in denen zumindest Menschen auf der Flucht nicht beschossen werden sollen. Doch auf dieses Versprechen verlassen könne man sich nicht, warnt ein Soldat. Ich kenne mindestens 4 Fälle, in denen sie Zivilisten getötet haben, und ich kann nichts tun. Aber wie könne er denn die Sicherheit der Menschen garantieren, fragt eine Reporterin. Das können wir nicht, antwortet er. Trotz der dramatischen Situation wollen noch immer nicht alle gehen, erzählt diese Frau. Unsere Angehörigen sind geblieben und wir machen uns große Sorgen um sie. Unsere Mama ist geblieben, sie ist sehr alt. Einem ukrainischen Soldaten zufolge sollen rund 5000 Menschen bis zum frühen Nachmittag die Stadt verlassen haben. Wer bis jetzt noch nicht geflohen ist, für den sind die Aussichten nicht gut. Korridore haben was Positives und was Negatives. Einmal die Zivilisten kommen raus, aber andererseits bedeutet das, dass das Militär dann volle freie Fahrt hat, die Stadt niederzumachen und einzunehmen. Und das ist letztendlich der Sinn aus militärischer Perspektive. Und die Russen werden eben dann, nehme ich an, vordringen auf die Stadt.